Diese Erfolgsstory Österreich, beginnend von der dualen Ausbildung bis hin zu diesem sensationellen Erfolg, auch im Export, Wirtschaftsstandort Österreich, in einer EU, wie wir sie heute haben, das ist der Verdienst unserer Unternehmer. Aber diese Erfolge der österreichischen Wirtschaft werden nicht wegen der Politik gemacht, sondern ich betone das mit aller Schärfe, trotz dieser Politik, die hier gemacht wird in Sachen Wirtschaft. Wir brauchen keine Politik. Wir brauchen auch, Kollege Matzneder, keine Förderungen. Wir sind nicht angewiesen auf Almosen. Wir wollen eine gerechte, faire, eigene Initiative setzen können, ohne dass die Politik uns, so wie den Arbeitnehmern, 60% von jeder Entscheidung, die wir treffen im Finanzbereich, auch im Lohnbereich, sofort wegnimmt. Die Finanzmitte ist der größte Verdiener, der größte Abzocker dieser Republik, wenn es darum geht, dass all jene Dinge, die die Wirtschaft, die Unternehmer wirklich erstreiten müssen für die Arbeitnehmer. Wir wollen ja auch, dass die Kaufkraft aufsteigt. Wir brauchen in einer EU, in dieser Situation, wie wir jetzt stehen, die nächsten 2 Jahre, brauchen wir Kaufkraft. Wo soll bitte unser Absatz stattfinden? Uns hat man doch gelehrt, die EU muss kommen, damit dieser europäische Wirtschaftsraum mehr Chancen bietet für alle. Die bietet keine Chancen, solange wie in Österreich die Finanzministerin, die Höchstverdienerin ist, die Abzockerin ist von dem, was die Wirtschaft mit den Arbeitnehmern zusammen erwirtschaftet und dann noch ausklügelt. Und deshalb mein Appell auch in den nächsten Tagen: Wir müssen darauf schauen, dass nämlich jene Dinge, die die Politik verursacht, kleiner werden. Ich habe mir das Ranking von PricewaterhouseCoopers angeschaut. Da gibt es die Abgabenlast in Form eines Modell-KMUs. Eines Modell-KMUs, wie ich es bin. Die Total-Tax-Rate ist in Österreich bei 53,1%. 53,1%! Wissen Sie, was das heißt in der Rangfolge? Ich sag's euch, da liegen wir, ich habe mir das angeschaut, weltweit, 185 Nationen, da liegen wir von 185 untersuchten Unternehmen auf Platz 151. Auf Platz 151 mit dieser Abgabenquote. Wissen Sie, wer vor uns liegt? Da kommt mir meine Nationalmannschaft, die österreichischen, sehen. Vor uns liegt Burundi. Und jetzt kommt's ganz brutal. Ganz knapp hinter uns, haben wir Angola. Ja, ist das eine Referenz, die wir als Kammer für unsere Unternehmen in Form dieser Wirtschaftspolitik, dieser regierenden PISA-Erzeugnisse, die da oben sitzen, müssen wir zugestehen, 151 von 185. Also ich finde, das ist eine Beleidigung für jede Intelligenz, die ein Unternehmer hat, was die Herrschaften da oben produzieren. Und ich habe mich heute schon mit meinem Präsidenten kurz unterhalten und gefragt, was bitte muss noch alles geschehen, dass vielleicht einer von diesen Apparatschicks da oben, wenn sie nicht gerade in irgendeiner Lobbying-Geschichte verhaftet sind, überhaupt für uns Wirtschaft tun kann. Was tun die für uns? Die nehmen uns doch nur das Geld, damit sie uns über irgendwelche schöngeredeten parteipolitischen Maßnahmen Dinge hinlegen, damit wir kriechen und sagen, bitte gebt uns dafür, wähle die. Also ich sage euch eines, ich verstehe jeden Bürger in diesem Land, wenn er nicht mehr zur Wahl geht. Das ist abscheulich, was hier passiert.